Ja, servus, die Marlon und grüß euch, die Buben. Ja, ich bin wieder mal unterwegs. Da ist auch alles angesperrt, da dürfen nur Förster fahren und Fischer und andere Lügner. Und gehen darf man da, das ist erlaubt, habe ich extra geschaut alles, aber Tafeln ohne Ende da vorne. Und da geht es jetzt runter bis zur Donau. Wie weit ich komme, ich habe keine Ahnung, ob die Wege alle so sind oder nicht. Ist wurscht, ich schaue mir es ganz einfach einmal an. Also, gehen wir. Ja, die Strecke ist so ca. 8 Kilometer hin und retour. Und wirklich heute nur ein kleines Gepäck dabei. Nur gerade für einen Kaffee und ein Wasser, mehr nicht. Es ist auch extrem warm. Ja, schauen wir, was uns erwartet. Die Bahn da auch sehr urig, wie überall in der Au. Klar, da ist das Wasser daneben. Das schaut natürlich wieder mal sehr gepflegt aus. Ja, ich habe die Strecken heute auf der Uhr drauf, kommod. Und den werden wir mal nachgehen. 600 Meter hast du probieren. Ja, wenn man sehen kann, das ist da eher so eine Autobahn. Aber gut, man geht es halbwegs gut drauf. Lassen Sie es gut gehen. Köpfchen und das Wasser, Schwänzchen in die Höhe. Ah, da gingen die Viecher noch mal zum Saufen. Das ist so richtig idyllisch da. Das Wasser ist nicht so tief, ich schätze mal von einem Meter oder was. Schöne große Bahn da herin, da kracht's und krammelt's und knarrt's. Wahnsinn. Da ist ein Messstück für die Wassertiefen. Da kleine Fische und so nah drin. Da wird sicher größere auch geben. Könnte man ruhig jetzt einmal so ein Biber über den Weg schwimmen. Okay, da ist jetzt ein Brücken. Da kann ich jetzt drüber gehen. Ja, schönes Dümpelchen. Okay, müssen wir gleich oben da vorne. Rechts. Wow, kommen wir von einer riesengroßen Wiesen raus. Ja, ist schon gewaltig. Wow, Durst. Ich glaube, da kann ich noch mehr mitnehmen beim nächsten Mal. Das ist alles so anschauen. Ein Träumchen für die Viecher. Herrlich. Echt super Gegend. Und die spazieren in einem Wohnzimmer. Na, schauen wir, ob wir noch irgendwas sehen, aber bis jetzt absolut nichts gesehen. Ja, die Autobahn geht weiter. Aber ich muss sagen, stört mich nicht so. Da ist so schön daneben. Da ist das vollkommen okay. Schaut euch den einmal an, wie der schon verdraht ist beim Umfallen. Wahnsinn. Gewaltig. Ah, ein Kilometer noch, dann habe ich mein Point to Return quasi. Dann sollte am Wasser und sein. Schauen wir mal durchkommen. So wie es ausschaut, schaut es da echt gut aus.
Da ist jetzt ein kleiner Abzweig. Ist jetzt Stopp. Weiß ich aber nicht, ob ich, da wäre ich wahrscheinlich Vierer kriegen dürfen, aber da darf ich halt nicht weiter. Okay, man sieht jetzt, ich bin da drüben. Da ist die Insel, da drüben haben wir Hamburg. Ja, super schön, die haben die alles umgebaut, zurückgeführt. Da kann die Donau jetzt durchfahren. Das haben sie endlich wieder renaturiert, oder wie man dazu sagt, keine Ahnung. Sehr schön. Ich schaue dann mit mehr Stickerl 4 und dann werde ich aber trotzdem zurückgehen. Ah, da liegen einige Butterl und das sind sicher von den Fischern. Ja, ich kann mich da gar nicht losreißen, weil es ist einfach nur schön. Da hinten im Hintergrund 16 Brandsberg. Ja, da ist ein kleines Keltenfort, so ein Keltenwall haben sie da aufgebaut, wäre ich eher mit sagen, hat mir einer gesagt, ich soll da mal aufschauen, kann ich nur unter der Woche, wo nichts los ist, am Wochenende bis da treten. Ja, echt schön, echt schön da. Da drüben kann man sehen, wie sich das Wasser durchzwängt, herrlich. Ja Freunde, tut mir leid, ich hab geglaubt, ich komme da durch. Ja. Ich hätte jetzt noch 800 Meter bis zur Donau gehabt, aber keine Chance. Komme ich nicht durch, was so ist. Da der mein Hausbergerl. Mal von einer anderen Seite. Und ich muss sagen, da hat es schon wieder einen gewaltigen Magigeruch. Der kommt von da drüben raus. Ja, was soll ich, ich werde mir jetzt irgendwo einen Platz aufsuchen und einen Kaffee würde ich mir schon einverleiben. War ein Pech, bin ich nicht durchgekommen, aber es war ja trotzdem sehr schön. Sehr schön war das. Eine Möglichkeit, dass ich mir den gewaltigen Baumstumpf da einverleibe. Und dass ich mir es gemütlich da mache, meinen Kaffee. Bah, bah, Wildschweine. Voll. Oder ich gehe wieder ein Stückchen zurück und schmeiße mir wohl in den Wald rein. Was ich glaube ich eher machen werde. Da ist ein bisschen viel Wind. Also, ich habe mich für den Wald entschieden. Gehen wir zurück. Jetzt sehe ich den Hirsch schon. Wow, super. Ich bin begeistert. Endlich einmal ein schönes Viech gesehen. Und da ist noch einer drüber gerannt. Hui. Schauen wir, ob noch was kommt, aber ich glaube, das war's. Schade. Ich hab mich angeschaut auch noch. Herrlich, herrlich. Ach, das ist halt der extreme Futter, wenn da keine Leute sind. Gewaltig. Hätte richtig gewartet, bis ich ihn auf der Kamera gehabt hab. Ein Träumchen, sowas zum Sehen. So, jetzt bin ich wieder. Ist zur Brücke zurückgekommen. Ja, jetzt suche ich mir irgendwo einen Platz. Alter. So, ich sage einmal, da bleibe ich jetzt. Jetzt bin ich von der Straße so 30, 40 Meter weg. Ich glaube, wenn einer her schaut, sehe ich daher, aber mir wurscht. Ich brauche jetzt einmal einen Kaffee. Das mit dem Hirsch war echt super. Das war schade, dass ich den zweiten nicht noch drauf habe. Der ist, wie ich auf mich gehalten habe, die Kamera ist der zweite vorbeigerannt. So. Ja, der ist schon soweit. Perfekt. Ja, meine Krankensaison. Der erste Gruß gilt wieder euch. Eh klar. Und natürlich der andere an alle Gesunden. Prost.
Ja, ist halt ein richtiger Ersatzkaffee. Aber besser wie gar nichts. So, naja, sind wir fertig. Dann werden wir wieder den Heimweg antreten. So, sind wir schön was und gehen wir weiter. Ne? Also, gehen wir. Ja, jetzt komme ich schon langsam zum Ausgangspunkt zurück, wo wir da auf der Entlastungsrinne umgingen. Da gibt es auch nicht mehr fast gut was zum Sehen. Schauen wir mal, ob wir noch irgendwas da herinnen sehen. Aber da bin ich auch gleich draußen. Ja, Freunde, das ist die Entlastungsrinne. Da vorne ist die Brücken, dort muss ich hin. Und da wird jetzt auch nichts mehr Besonderes zum Sehen sein. Ich kann nur immer sagen, danke fürs Zuschauen, fürs Mitlaufen, fürs Dabeisein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und sage Servus, die Malen. Pfiat euch, die Burma.